Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Blue und heute war was anderes, auch ein Unboxing, aber wir basteln auch was. Und zwar, wer mich persönlich kennt, weiß, ich liebe den Actionmarkt, weil es da so viele Bastelsachen und DIY-Sets und was nicht alles gibt. Und gestern habe ich das hier gefunden. Ein Epoxy Resin Gem Making Kit. Das war das letzte, das heißt, da war vorher schon jemand, hat das ganze Regal leer geräumt. Ich habe noch eins bekommen. Ich frage mich, ob es andere Möglichkeiten der Farbwahl gab, aber blau-pink, perfekt. Entschuldigt das Kruscheln im Hintergrund, der Kater hat den Papiermüll gefunden. Und wir gucken da jetzt zusammen rein. An der Seite steht auch schon, was drin ist, aber ich habe es noch nicht aufgemacht. So, First Impression. So, wir haben zwei Farben, wie gesagt. Pink und Blau. Indigo und Violett heißt es hier. Und das sind immer 5 Milliliter. Der Preis war 4,95, wenn ich mich recht erinnere. Wir bekommen Handschuhe dazu. Sehr gut, sehr gut. Bei Epoxidharz immer auf die Sicherheit achten. Ich habe mir zwar meine schon zurechtgelegt, aber wir nehmen natürlich auch gerne die, die im Set drin sind. Ein Messbecherchen, zwei Messbecherchen, drei Messbecherchen. Dann haben wir das Harz. Oh, das ist schon ein bisschen gelb. Das macht nichts. A und B. 1:1. Das ist eines der teuersten Harz. Und das müssten 100 Milliliter zusammen sein, oder? Ich sehe keine Milliliterangabe oder ich bin blind. Nein, sehe ich nicht, aber ich gehe davon aus. Ja, 100 Milliliter. Dann haben wir die Form. Und so eine Form kann man immer brauchen. Sogar schon mit Löchlis drin. Das heißt, man kann das direkt zu Anhängern machen. Kapatons, Gems, wenn es nimmt. Und dann haben wir noch Röststäbchen. 4 Stück. Und eine Anleitung. Gucken wir mal, was da hier alles drauf. Stäbchen, Handschuhe, das, das, die beiden Farben. Ja, ist alles da. Hier auf der Seite sind Ideen drauf, die man machen kann. Und auch hier ist ein QR-Code. Ich denke mal, da gibt es von Craft & Co. so Tutorials. Die Findings hier, die Sachen haben wir natürlich nicht. Und hier ist auch nochmal die Erklärung. Zusammenmischen, verrühren, Farbe rein, reingießen. 72 Stunden wird hier gesagt. Oha, also eigentlich sind es immer 24. Aber gut, jetzt haben wir auch... Ja, wir brauchen auch gar nicht so viel, um die ganze Mold voll zu machen, ne? Ich glaube, das reicht sogar. Eine 30 Milliliter. Machen wir jeweils 15. Hier ist auch nochmal eine Anleitung. Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Inhalt der Verpackung. Genau, Harz A, 15 Meter B, 3 Messbecher für Holzstäbchen, Silikonform für Edelstahl, 2 Farbstoffe, Handschuhe, Bedienungsanleitung. Bearbeitungszeit 120 bis 30 Minuten Zeit, das ist gut. 22 bis 28 Grad habe ich hier jetzt nicht, weil es wird langsam kühler, aber ich sehe noch nicht ein, Heizung anzumachen, wenn ich eh unter der Decke liege. Aushärtungszeit nach 72 Stunden, Lagerfähigkeit ungeöffnet 2 Jahre, nach dem Öffnen 6 Monate, okay. Vorbereitung, so, bla bla bla, Handschuhe, mischen, gießen Sie gleiche Menge, 7 Milliliter und 7 in einem separaten Messbecher, um einen Komplettsatz Edelsteine zu machen. Wir brauchen nur, okay, 14 insgesamt, mischen Sie beiden Flüssigkeiten, rühren Sie den Häuschen 7 lang langsam in die gleiche Richtung, bis die Mischung durchsichtig ist. Gießen Sie das Harz. Aha, aha, okay. Sehr gut, dass drin steht, wie viel Harz man braucht. Da können sich Sophie und Toffi eine Scheibe von abschneiden. Die haben ziemlich lange gebraucht. Wir krempeln die Ärmel hoch. Ich werde jetzt keine Maske tragen, damit ich dabei weiter sprechen kann. Aber ich habe Fenster auf und Durchzug. Oh, die sind tatsächlich auch echt groß. Sonst habe ich hier immer sofort die Probleme wegen meiner langen Wurstfinger. So. Dann wollen wir mal sehen. Ich habe hier nur leichte Probleme, weil ich noch eine andere Unterlage drunter habe. Heute mal die Bastelunterlage. So, wir werden zwei brauchen, weil wir zwei Farben machen. Dann wollen wir mal loslegen. Wie ist das denn hier verpackt? Also mit einem Sicherheitsverschluss und ganz normale Folie, in die wir wahrscheinlich so nicht reinkommen.
Aber das macht nichts, wir haben ja Hilfsmittel am Start. Ich hoffe, man sieht alles. Sieht das immer so schlecht auf dem Handy? So. 14 brauchen wir, ne? Also von jedem 7. Haben wir denn? Oh Gott. Wie soll das denn gehen? Wo ist 7? Da ist 7. Also es fängt bei 5 an. Wir bei 7. Ich kann das gar nicht so gerade halten. Ich muss mal so machen. Ich sehe es nicht. Ich brauche eine höhere Ablage. Bisschen noch. Ein Müh noch. So. Und da dann den Herd drauf, der etwas gelblich ist. Also eigentlich ist das egal, wenn er gelb ist. Das geht wieder weg beim Härten. Und wir machen ja noch Farbe rein, aber ich habe es eigentlich auch gerne, wenn es von Anfang an clear ist. So. Jetzt rühren wir das Ganze. Also es gibt viele, die tragen keine Handschuhe beim Harzgießen, weil sie sagen, ja, es macht eh nichts, sie kriegen keine allergische Reaktion oder so. Das geht 100-mal gut, 1000-mal und dann hat der Körper genug und rächt sich und dann müssen, ich habe schon ganz oft gesehen, dass auch YouTuber, kleine YouTuber, große YouTuber da aufhören mussten, weil sie einfach, sobald nur der Dampf von Harz in ihre Nähe gekommen ist, die allergischen Reaktionen der Hölle bekommen haben. Also wenn ich was ganz präzise machen muss, dann nehme ich halt so ein Dotting-Tool, hier sowas hier, und dann habe ich halt auch keine Handschuhe an. Aber gerade beim Rühren, man splotcht doch immer. Ich habe auch schon Harz auf die Hände bekommen. Ich mache es dann mit Nagellack direkt weg. Aber man kann es halt direkt unterbinden. So, von der Maske bin ich auch nicht so ein großer Fan, wenn ich eh alles auf habe an Fenstern. Aber wenn ich weiß, ich arbeite so 2-3 Stunden, ich Geschenke bastel oder so, dann habe ich die auch auf. Weil einfach, ja, das Harz hier riecht, das riecht zum Beispiel sehr gut. Man sollte ja trotzdem seine Nase nicht reinhalten, ist klar. Aber es gibt halt wirklich Harz, das stinkt sehr. Und das riecht... Ich kann das gar nicht beschreiben, wie milder Kleber. Ja. Dann rühren wir jetzt mal. Bin gespannt, wie die Blasenentwicklung da ist, weil 5 Euro ist schon günstig dafür. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo 100 Milliliter, ich meine, bei Sufi und Toffee gibt es ja 100 Milliliter Harz, da kann ich bestimmt gleich einen Preis raussuchen. Ob sich das Set sogar nur wegen dem Harz lohnt. Es wäre cool, wenn sie noch andere Farben oder andere Formen hätten. Das weiß ich halt nicht. Gucke ich vielleicht mal online und mache einen Screenshot. Ich habe das gestern nur, das war so ganz einsam da, über den Acrylstiften oder neben dem Dreamcatcher Bastelset oder so. Da habe ich gedacht, oh je, hoffentlich kommt da noch was nach. So. Man sieht, es macht schon einiges an Blasen, aber man hat ja auch 30 bis 40 Minuten Zeit zur Verarbeitung. Das heißt, es härtet nicht schnell. Wohl 1:1 hat eigentlich 24 bis 48 Stunden braucht und nicht 72. Nur sind das sehr dünne Formen. Und je schmaler das Ding, umso länger die Zeit. Das hört sich komisch an, wenn man denkt, je kleiner, umso schneller geht's. Nein, je höher und dicker das ist, umso schneller ist es, weil umso mehr Spielraum hat das Harz. Ja, es ist ja eine chemische Reaktion, A und B zusammenzupacken. Deswegen härtet es ja auch aus.
Und seht ihr, das ist schon gar nicht mehr gelb. Hier ist der Vergleich. Das ist schon richtig klar geworden. Schade ist, dass man diese Becherchen wird man halt nicht nochmal wieder benutzen können. Also ich wische da jetzt nicht mit 30 Taschentüchern drin rum. Ich habe halt die Silikonbecherchen. Ich meine, ich habe mir auch mal für 1 Euro beim Teddy die geholt. Ne? Ist halt Umweltverschmutzung pur, aber warum sollte ich sie jetzt wegwerfen? Ich benutze sie einfach hier und da mal und werfe sie dann benutzt weg und fertig. Aber ich bin irgendwann auf diese Silikonbecherchen umgestiegen. Die gibt es bei Shein zum Beispiel, die kleinen hier in der Größe. Dann die mit 200 Milliliter, einfach für 1 Euro. Silikonbecher, und Silikon ist ja auch nicht günstig. Aber man kann es halt immer wieder verwenden. So. Ich rühre schon sehr schnell, es wird gar nicht so gut. Streifen wir das einmal ab. Ich lagere das auch mal hier auf dem Mold. Und dann füllen wir das oben. Dass wir halb-halb haben. Jetzt muss man bei solchen Alkohol-Inks echt aufpassen. Oder? Ah, da ist so ein Plastikdings rum. Einmal, weil man sich das überall hinspritzt, wenn man das aufmacht. Und zum anderen sollte man bei so einer kleinen Menge Harz reicht halt ein Tropfen. Wirklich ein Tropfen. Weil wenn es zu viel ist, setzt sich das unten ab und das Harz bleibt halt backig. Es wird nicht aushärten, egal wie lange man braucht. Das war bei mir der Fehler. Ich dachte so, oh, ich will es richtig pink haben bei meiner ersten Muschel, die ich gemacht habe damals. Und die ist einfach flüssig gewesen unten, weil das ganze Ink, was nicht mit in das Harz gepasst hat, ist halt so runtergesunken und hat dort alles klebrig hinterlassen. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Jetzt stand da mit einer Nadel. Und ich habe keine Nadel. Geht der? Ja. Oh nein. Oh Gott. Das meine ich. Jetzt ist alles voll. Okay, das wird hier also unser Violett. Ich habe da schon den Handschuh vorgehabt. So. Aber man sieht das. Egal wie vorsichtig man das aufmacht, es kleckert rum. Wir machen da jetzt einen Tropfen rein. Einmal von Blau. Zack. Indigo, Entschuldigung. Und einmal von Violett. Zack. Und ihr seht jetzt schon, wie sehr das hier sich vermischt. So. Dass ein Tropfen auch wirklich lang. Es bleibt halt, Alkoholink bleibt eigentlich immer durchsichtig, weil halt Alkohol keine, ja, wie weiß oder schwarz, wie heißt der Begriff? Wie komme ich drauf? Bin ich dumm? Wie heißt denn das, wenn es nicht durchscheinend ist? Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Tropfen bei Violett, obwohl. Nee, das geht schon klar. Ich habe halt wirklich Angst, dass es dann, wenn es nachher nicht klappt, das an mir liegt, weil ich zu viel Pigment reingemacht habe. Aber es hat schon eine schöne Farbe. Das Blau ist auf jeden Fall, das Indigo ist super schön. So. Jetzt gibt es gleich einmal Krach, denn wir versuchen jetzt schon mal so ein paar Bubbles hier zu entfernen. Dafür habe ich hier so ein Heizmofa, das heißt tatsächlich Pink Mofa oder so. Natürlich ist es in Pink, weil ich eine Heißluftpistole. Ich hatte eine große, aber die ist halt wirklich auch dazu da, Farbe loszuwerden. Die wurde einfach so heiß, dass meine Becher geschmolzen sind. Deswegen habe ich mir so ein Billigding von Amazon für 7 Euro geholt. Achtung, jetzt wird's laut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die Blasen ploppen direkt weg. Das ist sehr gut. Jetzt hat sich meine Dreiersteckdose verabschiedet. Aber auch die wird gut warm.
So, nicht zu viel, damit wir das Harz nicht direkt zum Reagieren bringen. Und dann schauen wir mal. Wir machen einen blauen Tropfen, würde ich sagen. Und den hier noch blau. Den in der Mitte machen wir gleich halb und halb. Das machen wir violett. Oh, das hat das einen zweiten Rand. Wird alt, ich sehe das nicht. Oh, das war zu viel. Obwohl eigentlich ist der Nuppel einfach nur zu kurz, glaube ich. Wir warten mal, bis sich das da so hingedingst hat. Das kleine noch. Nee, hier muss noch ein bisschen. Das muss ja eigentlich bis unter den Rand. Dann ist mit 14 ml aber knapp bemessen. Jetzt zieht es bis unter den Rand. Nee, also das reicht nicht. Das waren ja jetzt schon knapp 15. Hier beide zusammen. Ich hoffe, das gibt einen schönen Effekt. Aber alle werden wir auf keinen Fall hinbekommen. So, hier macht der also der eine große bleibt komplett frei. Nehme ich zurück. Was ich gegen Sophie und Toffi gesagt habe. Der Kleine ist auch voll. Hier ist alles schön unterm Rand. Man kann auch immer so ein bisschen wobbel, wobbel, wobbel oder mit so einer Spitze unter den Rand gehen. Ich lasse das jetzt mal so, weil wir haben ja eigentlich kein Werkzeug für unterm Rand. Aber ich versuche mal. Ich bin ja... Wenn da steht 14, ich meine, wir haben ja immer so ein bisschen Reste, das unten klebt. Vielleicht reicht es tatsächlich. Ich glaube da zwar nicht dran, aber es ist auch ein bisschen, ich muss sagen, diese Medizinbecher sind nicht so schön geeignet, weil man gar nicht, ne, hier bleibt man immer an den Dingern hängen und da bleibt dann natürlich auch Harz hängen. Das machen wir mit dem Lila auch noch. Indigo. Also hier kriegen wir so ein halbes noch raus, würde ich sagen. Also ich würde behaupten, das braucht wirklich schon 18, so. 18 Milliliter, wenn nicht 20 insgesamt. Ich meine 20 gemacht. Na gut, wird hier halt. Füllen wir jetzt einfach so ein bisschen in die Ecken. Dann fülle ich das morgen mit UV-Harz auf. Also lieber immer ein bisschen mehr machen. So. Dann kommen die schon mal weg. Zack, das härtet ja auch da drin aus. So. Dann mofern wir da noch mal drüber. Leiste hat sich hier unter verabschiedet, deswegen. Ich habe hier halt nicht so viel Spielraum dafür. Ich schiebe das mal eben kurz hier zu mir. Ich weiß nicht, müsstet das ja noch sehen können. So. Man sieht, das läuft hier dann halt auch wieder runter. Also es zieht sich von selber zurück. Man könnte da jetzt noch Glitzer reinmachen oder kleine Sternchen, alles Mögliche. Aber ich will das nur mit dem Set probieren, so wie es kommt. Oha, hier ist jetzt das, ordentlich blau. Hoppala. Irgendwo. Ja, hier auch noch. Einhornzeh war. Also ich sehe auch
keine Blasen mehr. Also das ist sehr gut für den Preis. Das ist so, sich direkt so, ich meine, wir haben auch zweimal rüber gepustet. Aber meistens bleiben die Blasen trotzdem oder kommen noch. Das wird man dann jetzt sehen. Jetzt gucken wir mal, wie gut die Handschuhe waren. Sehr schön, sehr schön. Kein Harz, keine Farbe. Auch die kann man leider nicht nochmal verwenden. Also könnte man schon, aber ich finde das nicht schon eklig. So. Ja. Dann warten wir jetzt 72 Stunden. Und nachdem die Zeit vergangen ist, bin ich wieder da. So. 24 Stunden sind um. Was heißt 72? Die sind knochenhart. Wir können die mulden. Na, da ist noch so ein bisschen Husten. Ich empfehle jedem, der Katzen hat, da was drüber zu legen, denn das Herz hat auf jeden Fall Katzenhaare abgekriegt. Und schauen wir uns mal, was dieses Set hier so geleistet hat. Also erstmal hatten wir ja hier mit dem Ding so einen klaren Bubbel drauf gemacht. Der ist wirklich schön klar. Keine Blasen drin, nicht gelb, obwohl der Hertha ja ein bisschen gelber war. War das der Hertha? Ja, ich glaube, der Hertha war ein bisschen mehr gelber. Also super klar. Das heißt, man kann auch ohne Farben. Dann haben wir unser Restebubbel hier. Das ist wirklich schon echt gut hart. Dann haben wir unser Herz. Da muss man ein bisschen, ein Pfeil muss man immer, wenn man über. Zack, zack. Es geht mit einer einfachen Nagelschere und dann mit ganz feinem Schleifpapier. Dann kriegt man solche Ecken raus. Und das ist, also mit viel Gewalt lässt sich da vielleicht noch eine Delle reindrücken. Das heißt, wenn, also es sind nicht mal 24 Stunden. Es sind jetzt 18 oder so. Aber die Farben sind echt schön geworden. Hier haben wir den Tropfen, der ist wirklich schön geworden. Ich hätte da vielleicht doch mal mit dem Moped drüber gemusst. Weil es hat so ganz eben Blasen innen drin, ne? Nicht, ob man das sieht. Das ist ganz feine. Sehr schön. Aber ja, also es sind noch Blasen drinne an der Oberfläche. Da hätte ich vielleicht noch mal rüber wuseln sollen, aber habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Dann haben wir den Tropfen. Da müssen wir das Loch noch mal nachbohren, weil wir ziemlich hoch gefüllt haben. Bei dem Herz das gleiche. Und ich weiß halt nicht. Also, es hat halt hier diese Kante und ich habe die halt mitgefüllt. Und jetzt sieht das aus, als sollte das nicht so sein, obwohl es halt so ein schönes Muster hat. Sieht aus wie so eine kleine Torte. Und unser gemischtes in der Mitte. Oh, der ließ sich super raus. Ah, der sieht schön aus. Aber ja, man sieht hier die. Ich weiß nicht, ob man das auf der Handykamera sehen kann. Aber man sieht hier überall die kleinen Blasen. Also wahrscheinlich das Harz ein bisschen ruhen lassen. Hier ist auch komplett gehärtet drin. Wie sieht die Form danach aus? Da, wo wir rumgekleckert haben, einfach mit einem Tesafilm drüber. Und Paketband. Keine Verfärbung. Und die ist nicht ganz durchsichtig, ne? Aber es kommt genug Licht durch. Ich denke, mit UV-Harz kann man das auch benutzen. Karte, nicht am Stuhl kratzen. Sehr schön. Also ich muss sagen, für 5 Euro würde ich sagen, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Sie sagen hier, so bei manchen ist die Rückseite noch so ein bisschen sticky. Aber es hat nichts sonst geklebt in der Form. Das heißt, der eine Tropfen war genug und es sind ja auch wunderschöne Farben geworden. Also, wenn jemand mal Epoxidharz ausprobieren möchte, ab zur Action würde ich sagen. Für 5 Euro, um erstmal Schmuck zu machen. Die Hängerchen dazu, das gibt's bei Action, bei Teddy, bei Nanunana, diese Findings bekommt man überall in 100er Packs hinterhergeworfen für weiß nicht, 2-3 Euro. Oder man nimmt einfach nur eine Schnur, die man zu Hause hat. Vielleicht noch ein Jumpring, damit es nicht so hängt, sondern wirklich so.
Wundervoll. Ich bin begeistert von dem Set. Für 5 Euro? Nice. Also ich kann das jedem empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video so sehr gefallen, wie mir das Ausprobieren und Basteln. Und wir sehen uns ganz, ganz bald im nächsten Video. Tschüss.